Wir sind heute wieder zu Gast bei der wundervollen Bintu Cham. Bintu ist Diplom-Kosmetologin, Ayurveda-Spezialistin, Masseurin und Diplom-Kosmetikerin, also die perfekte Expertin für Ernährung und Gesundheit. Und heute wollen wir mit ihr über die süße Sünde Zucker sprechen. Oha! Oha. Es geht also ans Eingemachte. Und ich würde gerne als erstes von dir wissen, liebe Bintu, warum ist Zucker eigentlich so schädlich für uns? Wir müssen immer unterscheiden zwischen raffiniertem Zucker und natürlichem Zucker. Das ist mir immer ganz wichtig, weil der Zucker wird so als allgemeiner Bösewicht hingestellt. Aber auch raffinierter Zucker gehört manchmal dazu zum Genuss. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Wirkung von raffiniertem Zucker zu Fruchtzucker unterscheiden. Zu viel raffinierter Zucker bringt den Stoffwechsel durcheinander, denn Zucker wird in der Endverdauung in Essigsäure umgewandelt. Ja, und das wissen viele nicht. Unangenehm. Ja, und diese Essigsäure muss von der Leber sozusagen abgebaut werden. Und die Essigsäure ist für die Leber sehr aggressiv. Und wenn wir zu viel Zucker essen, also zu viel raffinierten Zucker, der ja auch, und das ist die Gefahr, versteckt ist oft in verschiedenen Fertigprodukten, dann ist es so, dass die Leber irgendwann erschöpft und dann den Fettstoffwechsel vernachlässigt. Und deswegen ist Industriezucker langfristig eben von der Wirkung her so ein bisschen gefährlich für den Körper. Ah, okay. Das heißt also, es reicht, wenn wir Industriezucker reduzieren und der Fruchtzucker quasi, der jetzt im Obst zum Beispiel steckt, den können wir genießen, so viel wir wollen? Ja, auch da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja viele Menschen, die eine Fructoseintoleranz haben. Die kann man aber auch sehr positiv beeinflussen, wenn man Obstsorten isst, die nicht so viel Fruchtzucker haben, wie zum Beispiel Bananen oder süße Weintrauben. Das heißt, auch diese Menschen können dann Fruchtzucker genießen. Und auch beim Fruchtzucker muss man unterscheiden, es gibt nämlich auch den synthetischen Fruchtzucker. Oha. Genau, und da muss man auch schauen, der wird nämlich oft zu Produkten beigemischt, das steht dann mit Fruchtzucker. Und auch da wird der Fruchtzucker dann als allgemeiner Bösewicht sozusagen gleich ausgeblendet. Aber wenn er in einer ganzen Frucht ist oder auch in einer Karotte, die hat ja auch einen gewissen Anteil an Zucker, dann ist es für den Körper okay. Ja, das ist super. Ja? Das hört sich gut an. Und woher kommt es denn an, dass wir immer so einen Heißhunger auf Zucker haben? Man hat ja ganz oft so diesen Zuckerdieper quasi, dass man unbedingt jetzt was Süßes essen möchte. Woher kommt das? Das ist eine ganz natürliche Reaktion, denn unser Gehirn, unser Körper braucht Süß, braucht Zucker. Und wir wissen auch, es kommt schon aus dem Ayurveda, Zucker beruhigt, süß beruhigt den Magen, die Psyche und tut einfach gut. Das heißt, es ist eigentlich ein natürliches Bedürfnis. Aber wir neigen natürlich oft dazu, dass wir dann eben eher den raffinierten Zucker bevorzugen, weil wir sagen, Obst, dann ist ja langweilig, ich esse lieber jetzt mal die Schoki oder so. Auch das können wir machen. Aber wenn wir das jetzt jeden Tag machen, dann wird es für den Körper irgendwann zu schwer. Und dann setzt es auch an. Schade. Wie viel Zucker ist denn okay am Tag? Also wie viel darf man maximal zu sich nehmen? Das kann man nicht so ganz genau sagen, denn es kommt auch noch verschiedene Faktoren an. Wie viel bewegt man sich? Ja? Macht man viel Sport, macht man wenig Sport? Trinkt man auch noch viel Alkohol? Da ist ja auch teilweise versteckter Zucker drin. Wie viel Fertiggerichte isst man? Das heißt, man muss gucken, auch wie der Stoffwechsel reagiert. Indikator ist eigentlich immer, wenn wir sehen, da wölbt sich so ein kleines Röllchen, dann wissen wir, für unseren Körper ist das zu viel. Das ist immer der beste Maßstab, denn das jetzt in Grammzahlen direkt festzumachen, ist sehr schwierig. Und wenn wir jetzt nicht so wirklich auf Süß verzichten möchten, es gibt ja viele Alternativen. Ja, ganz viele. Im Markt. Ja. Was ist denn von denen zu halten? Was gibt es denn da so, was Sinn machen würde? Ja, also es gibt natürlich diese ganze Riege der Trockenfrüchte. Ja, die helfen ganz gut bei Heißhungerattacken. Man kann sich aber auch selber schöne Süßigkeiten zusammenstellen. Ihr kennt diese Energy Balls, ne? Die kann man auch selber machen, lecker mit Kokosraspeln. Und dann gibt es natürlich verschiedene Kuchen, die man backen kann, mit weniger Zucker, mit gesundem Mehl. Also auch da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Alternativen und Rezepte. Da gibt es ja auch tolle Möglichkeiten, die man selber zusammenstellen kann, sodass man eben nicht fertige Sachen kauft, wo der Zucker schon drin ist und man dann nichts machen kann. Nicht? Das heißt natürlich, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt, aber es lohnt sich. Sehr schön. Und wie sieht das mit so Süßungsmitteln aus? Es gibt ja mit Stevia und verschiedene andere Sachen. Was ist davon zu halten? Da muss man schauen. Bei Stevia, ich persönlich mag das nicht so gerne. Ich finde, das hat so einen bitteren Nachgeschmack.
und man schmeckt es immer raus. Mhm. Und ich bin sehr zu haben für ein bisschen mit Honig, mhm. ja, von guten Imker kann man ein bisschen dazu geben. Es gibt auch Fruchtsüße, die man rüberträufeln kann, zum Beispiel aus Säften, mhm. die man verwenden kann, auch im Kuchen. Also da kann man auch ganz kreativ sein. Und ja, es gibt bestimmt noch andere Sachen wie Süßholz. Süßholz ist auch ein ganz toller Tipp. Ne? Entweder als Wurzel oder fein geraspelt, also, oder im Tee kann man das auch machen. Und all das lindert den Heißhunger auf gesunde Art und Weise. Und dann ist man auch zufrieden und das Gefühl, dass man permanent naschen muss, wird dann auch beruhigt. Das hört sich gut an. Mhm. Und welche Effekte gibt es sonst noch? Also was hat so eine zuckerfreie Ernährung für unseren Körper Positives? Man sieht es als erstes in der Haut. Ja? Denn Zucker beeinflusst auch das Hautbild, gerade wenn man Zucker in Kombination mit Schokolade hat. Mhm. Viele bekommen Unreinheiten, es sind oft gehärtete Fette mit dabei und die verstopfen die Hautporen von innen. Und wenn man das jetzt reduziert oder auch mal eine Zeit lang ganz weglässt, bekommt man eine ganz tolle Haut. Das hat was, also ein gutes Beauty-Anti-Aging-Geheimnis, was man da selber erfahren kann. Ne? Das ist super, können Sie Kosmetikerin sparen sozusagen. Ja. Sehr schön, das lohnt sich doch dann, ein bisschen auf den ganzen Zucker zu verzichten. Und was würdest du sagen, was sind die größten Zuckerfallen? Also wo steckt am meisten Zucker drin, wo wir es vielleicht gar nicht ahnen? Ja, sehr oft in Fertigprodukten, muss man sagen, weil Zucker ist natürlich auch ein Geschmacksträger, gerade in Kombination mit Fett. Und deswegen werden immer so kleine Portionchen da reingemischt. Wer sensibel ist, schmeckt es auch. Ja? Wer es nicht merkt, der neigt leider dann dazu, zu viel davon zu essen, weil man mit dem auch geht ja. Aber darauf sollte man achten, dass man eben teilweise auch die Rückseite mal anschaut. Und man sieht ja auch in der Reihenfolge, wo der Zucker steht, wie viel denn davon drin ist. Und ein ganz wichtiges Geheimnis, was viele nicht wissen, ist, Zucker hat 80 verschiedene Namen. Oh. Ja. Oha. Und deswegen muss man auch da sich ein bisschen mit beschäftigen, denn es gibt viele Namen, die dann dort auftauchen, wo man denkt, ist ja gar nicht so viel drin, aber wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht man, da ist doch ganz schön viel drin. Und diese Zuckeranteile werden auch auseinandergezogen, sodass dann da teilweise 5 Sachen von drin sind, aber die stehen weiter hinten. Das nur mal so als Tipp für euch. Clever versteckt. Also. Clever versteckt, ja. Da müssen wir uns mal informieren. Genau, also auch mal lesen beim Einkaufen. Was sogar auf der Packungsrückseite überhaupt draufsteht. Richtig. Und das Schwierigste ist ja, glaube ich, so ein bisschen davon wegzukommen, von der zuckerhaltigen Ernährung. Hast du da einen Tipp für uns? Wie schaffen wir das, dass wir so ein bisschen diese süße Sucht besiegen? Ja, ganz wichtig ist, dass man das auf mentaler Ebene sozusagen beginnt, dass man sich klar macht, welche Wirkung hat zu viel Zucker langfristig. Und das Zweite ist dann, weil, wie ich ja vorhin sagte, Zucker, Süße ist ein natürliches Bedürfnis von uns, was auch okay ist, dass wir Alternativen parat haben vor allen Dingen. Und nicht sagen, ich wollte doch nochmal die Energy Boys machen, aber jetzt sind sie nicht da, also muss ich die Schoki nochmal kurz nehmen. Und morgen mache ich dann was für mich und guck mal, was ich backen und herstellen kann. Sondern man sollte die Sachen wirklich in der Tasche haben oder wirklich vorbereitet haben, damit man dann, wenn die Heißhungerattacke kommt, am Anfang auch zugreifen kann. Und mit der Zeit ist es wirklich so, dass dieser ewige Drang nach Süß in ein gesundes Maß sich zurückentwickelt. Und da kommt man dann langsam raus. Das hört sich ziemlich gut an. Ja, das geht. Funktioniert. Wir werden es mal austesten. Wir dürfen mir gerne berichten, ob es geklappt hat. Genau, mit dem Bescheid geben, wie es euch ergangen ist. Mhm. Dann ja, vielen, vielen Dank für die tollen Tipps, liebe Bintu. Sehr gerne. Wir haben wieder viel gelernt und ja, hoffe, euch hat es auch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.